Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir uns einen Weg die Brücke hinuntergebahnt, nachdem wir sie zerstört haben. Sind dann hier in so ein eisiges Tal gekommen, wo jede Menge Bäumchen einfach nur meinen Tod wollen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe denen nichts getan und es waren auch eisige Krabben da und alle wollen mich einfach nur töten. Es gibt keinen Weg zurück. Verdammt, ich wollte nochmal in eine andere Richtung gucken, ob wir da irgendwie noch weiterkommen und so, aber... da haben wir auf jeden Fall eine Leiter. Warum haben wir hier eine Leiter? Moment, das ist der Weg, wo wir herkamen. Das ist gut zu wissen. Verdammt, ich bin völlig orientierungslos inzwischen. So weit ist es schon mit mir. So, was haben wir denn hier für eine Leiter? Wo bringt mich diese denn hin? Hier ist eine ziemlich große Leiter. Wer baut so große Leitern? Wo gibt es so große Äste? Dass man halt da die Sprossen halt dran kleben kann. Oh, ich habe keine Ahnung. Bitte warten. Stunden später. Bin da, wer noch? Ach, Moment. Sind wir? Sind wir auf der anderen Seite der Brücke? Könnte fast sein, ne? Wenn man jetzt hier hochkommt, dann müsste man eigentlich da auf der anderen Seite der Brücke sein. Ja, ja doch, ja, kommt hin. Okay, gut. Ich weiß, wo ich bin. Ich muss hier nicht hin. Das ist gut zu wissen. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, wo ich bin. Wenn mein Orientierungssinn wieder zugeschlagen hat. Und gesagt hat, hey, ich weiß was. So, das heißt, in dieser Richtung haben wir jetzt so an sich halt nichts Wichtiges mehr. Theoretisch könnten wir uns jetzt ans Leuchtfeuer nochmal setzen und Estus auftanken und sowas. Und dann in der Richtung hier nochmal gucken, was wir da so haben. Was? Warum? 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 Warum war da jetzt noch eine Krabbe? Wir haben zwei Krabben erledigt. Ich mein's ernst. So. Wir wollen mal hier lang. Ich weiß zwar nicht wohin. Noch weniger weiß ich warum. Aber nun gut. Hallo? Das ist seltsam hier. Kann ich das zerstören? Ja, okay. Ach, Moment. Ach, hier sind wir. Das, was ich von oben schon mal gesehen habe, wo ich mir dachte so, ja, ist bestimmt irgendwie was da unten. Da habe ich es nicht überlebt. Wow, 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 hallo. Hallo, Wölfchen. Was? Meister Grabhüter. Was? Du bist der Meister Grabhüter, ja? Wollen wir doch mal sehen. Ja, sieht gut aus. Oh Gott. Da haben wir unseren anderen Boss in dem DLC jetzt gefunden. Ich habe die ganze Zeit gesagt, als wir da oben waren, so, da ist bestimmt irgendwie was. Und ich hatte recht. Was? Grabhüter Großwolf? What? Au. Alter. Wow. Wow. Einfach nur wow. Okay. Also so nicht. Der Anfang war gut, alles andere war meh. Ja, wir haben unseren anderen Boss gefunden. Yay. Beziehungsweise den zweiten Boss, den es gibt halt hier im ersten der beiden DLC-Gebiete. Aus dem zweiten DLC-Gebiet haben wir jetzt den ersten Boss quasi schon down. Das war der Dämonenprinz. Und da gibt es noch ein paar Bosse. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es da insgesamt 4. So. Hallo. Ist ja gut.
Ja, so nicht, Kollege. So nicht. Was? Könnte ich wahrscheinlich auch parieren und sowas, wenn ich sowas könnte. Ich könnte vielleicht eigentlich mal den Katzenring hier ablegen, aber... Ja, da kommt der Großwolf. Ja, jetzt castet er auch noch irgendeine Magie-Scheiße. Kommen wir denn da hin? Aua! Mann! Kleines Fifi hier. Ja. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, den einen Beppo hätten wir schon quasi fast erledigt. Na gut, es kann natürlich sein, dass er halt irgendwie wiederbelebt wird oder so ein Dreck. Ich hoffe nicht. Aber es ist möglich. So, erst einmal den Katzenring hier ablegen und vielleicht wieder den Hartstahlring oder sowas anlegen. So. Vielleicht nehmen wir auch eine andere Waffe. Weiß nicht. Ob die jetzt feuerempfindlich sind, ist nur eine andere Geschichte. Könnte ich mir vorstellen, aber... Bei so viel Schaden mehr machen wir eigentlich auch nicht mit den zwei Händen, ne? Sind 480 ungefähr. Mit dem hier sind das 500 noch was. Fast 600. Dass das Astora-Dingens macht. Oh, weniger. Aber wir schlagen halt mit so einem Schwert hier wesentlich schneller zu, ne? Ach, einfach mal ausprobieren. Einfach mal das klassische Claymore rausholen und dann mal gucken, was daraus wird. Ja? Probieren geht über Studieren. Und so ähnlich. Achso, Seelen habe ich jetzt auch alle insgesamt verloren. Das ist super. Ja, ist ja gut. Ich glaube, als erstes sollte ich hier wirklich auf die Wölfe gehen. Nein. Oh, shit. Ist ja gut. Dass der eine auch immer angelaufen kommt hier. Auf den mit dem Claymore zuhauen kann, ne? Ist ein Traum. So. Ja, nicht ganz. So, der ist weg. Ich hoffe, der bleibt weg. Kacke. Ich weiß nicht, was er macht. Er droht durch den Augen. Er hat sich gebufft. Kacke. Okay. Aber wir kriegen das hin. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass das Claymore jetzt so die falsche Entscheidung war. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist uns umziehen.
Ne, diese feuerresistente Rüstung war jetzt eigentlich ganz gut für den anderen Kampf hier, aber jetzt hier, da gehen wir wieder auf unsere klassische Dornrüstung. Einfach weil ich es kann. So, außerdem machen wir dann beim Dodgen nochmal ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden kann ich schaden und so, ne? Das Übliche. Ich weiß nicht. Hatte überlegt, ob ich mich jetzt hier buffe mit einem Feuerschwert, aber ich lasse es mal erstmal. Vielleicht in einer ruhigen Minute, falls wir eine ruhige Minute finden. Ist ja gut, hallo. Ja, hallo, 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 hallo. Am besten alle auf einen, ne? Immer auf die Frauen. Das hat sogar geklappt, hervorragend. Bufft er sich wieder? Und mitten in die Fresse rein. Easy GG WP. Heldenknochen. Aha. Ist das hier so eine Asche, die wir wieder vergeben können oder sowas? Hier haben wir auch wieder so ein Grab. Ja, war ein netter Bosskampf so. Für zwischendurch. Kann man mal machen. Schauen wir uns mal die Heldenknochen an, falls ich die finde. Ist ein Schlüsselobjekt. Im Feuerbahnschrein verbrennen, um Untoten-Matches freizuschalten. Aha. Aha. Ich würde jetzt gerne lesen, was jetzt hier für ein Grab ist. Wahrscheinlich hätte man das auch irgendwie durch irgendwelche Zusatzgedöns von NPCs oder sowas erfahren, wer hier denn liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, war ein netter Bosskampf. Nicht zu schwer, nicht zu einfach. Kann man machen. So, wir wollen Leuchtfeuer der letzten Rast. Einmal hin. Einmal hin, alles drin. Bitte warten. Bitte warten. So. Können wir auch Feuerbahn schreien. Dann können wir hier das mal eben schnell verbrennen und dann können wir mal gucken, was das jetzt genau macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie PvP-Gedöns. So, mach mal hier Heldenknochen verbrennen. Untoten-Match. Ah, siehst du, nur online. Ja, dann ist es irgendwie PvP-Gedöns. Wir wollen eine Reise reisen. In die Mausoleumswacht. Denn da machen wir jetzt weiter mit dem DLC-Gebiet. In der Hoffnung, wir erreichen noch irgendwas. Ja? Mal schauen. Das wird schon. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So. Wechseln wir aber trotzdem halt erstmal auf das Schwarzritter-Großschwert. Auch wenn ich das Claymore eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Oh. Was zur Hölle?
Schön. Schön. Wunderschön. Das ist Dark Souls. Gehst du 2 Meter, bist du tot. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Das würde klappen. Ich will hier nur noch mal gucken. Bisschen gucken kann ja nicht schaden oder so. Wisst ihr wohl, haben wir Helm des Ruins, Rüstung des Ruins und Gedöns. Ja, das ist, denke ich mal, diese Gott, Ruinwächter, Grabwächter Rüstung. Ne, Grabwächter, nicht Ruin. Dingens Rüstung aus. Das sah eigentlich jetzt aus wie bei Dark Souls 2, diese ganz langen Ritter da. Könnte aber auch einfach von denen hier eine Rüstung sein. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt deren Rüstung anziehe? Nur mal so. Doof gefragt. Helm des Ruins. Nicht, dass sie mich dann halt nicht mehr attackieren oder sowas. Warum was denn? Ich sehe es gerade nicht. Bitte warten. Da, Gamaschen des Ruins. Bin ich ja eigentlich wie einer von denen. Ich glaube aber, das interessiert die eher wenig. Ja, okay. Hätte ja sein können. Ne, ich traue dem Spiel durchaus solche Raffinessen zu. Aber so war es nicht. Okay. Dann kann ich mich auch wieder umziehen. Ja, 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 ja. Wo haben wir es? Dornrüstung. Dorntulpen. Dorngemaschen. Jetzt düsen wir von Grabstein zu Grabstein. Bis wir dann irgendwann da hinten an diesen komischen Riesen da rankommen. Oh shit, die drehen sich ja um. Und ich habe meine Seelen vergessen. Ihr seid mehr welche. Ach, guck mal. Hallo. Da baut sich doch jetzt hier wieder zusammen hier. So, jetzt aber nicht mehr. Und jetzt, wo laufe ich dann von hier aus hin? Bitte warten. Man muss ja irgendwie da geradeaus zu diesem Riesenbeppo da kommen. Damit der aufhört zu casten hier. Ja, okay, gut. So nicht. So leider gar nicht. Können natürlich da runter. Würden wir dann irgendwie dann zu ihnen kommen? Das ist so eine andere Frage. Weil ich sehe jetzt von dort aus nicht wirklich einen Weg, wie wir da weiterkommen. Aber man könnte es probieren. Wir probieren es mal. Ne, Versuch macht klug. Ja, mit CH, Mann. Nicht mit G. Nein, nein, nein. Könnte jeder kommen.
So. Was war denn das? Für eine Hechtrolle hier. Könnte jeder kommen. Dann kommt der andere jetzt auch nochmal an. Bin mir nicht sicher. Ja, doch, er kommt auch nochmal an. Erledigen wir auch noch nicht, dass er mich gleich von hinten überrascht oder so. Man weiß ja, wie das ist. Da. Da ist ja ein Abgrund dazwischen. Okay, dann nicht. Also zumindest nicht so. Das machen wir dann, wenn dann irgendwie rüberspringen und so. Na, kriegen wir hin. Aber das und vieles mehr machen wir dann erst in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.